Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Ausgabe Trade des Tages. Heute steht die Fraport-Aktie im charttechnischen Mittelpunkt. Ja, natürlich hat der Wert, wie viele Fluggesellschaften, aber auch die Flughäfen, logischerweise auch infolge von Covid-19 sehr gelitten. Die Aktie hat es aber nicht verstanden, nicht geschafft, wie viele andere Werte aus der ersten, zweiten deutschen Börsenliga eine richtige Erholung zu starten. Aktuell haben wir nur eine Seitwärtsphase innerhalb des intakten, sehr starken Abwärtstrends. Zuletzt aber konnte erst einmal Schlimmeres verhindert werden, nämlich das Verlassen der aktuellen Tradingzone nach unten. Die untere Begrenzung bei 35,43 konnte so in allerletzter Sekunde verteidigt werden. Davon hat sich die Fraport-Aktie jetzt auch Ende der vergangenen Woche nach oben entfernt. Aktuell bereitet aber das 23,6% Fibonacci-Retracement bei 38,01 Probleme. Heute haben wir schon über diesen Widerstand geschaut, aber aktuell sieht es noch nicht nach einem nachhaltigen Schlusskurs darüber aus. Wird dieses Kaufkriterium im weiteren Verlauf nachgereicht, erfüllt, dann wäre die Oberseite dieser Tradingzone bei 42,05 dann das Ziel. Knapp darüber verläuft hier im Tageschart die fallende exponentielle 50-Tage-Durchschnittslinie bei 42,87. Natürlich müssen wir auch die andere Seite der Medaille uns anschauen, nämlich wenn jetzt der Ausbruch über das genannte Retracement ausbleibt, dann kann natürlich kann es sehr schnell zu einem Test der exponentiellen 5-Tage-Linie kommen, zu bei 37,16. Und wenn auch diese sehr kurzfristige Unterstützung ja dem Abgabedruck nicht standhalten kann, ja, dann muss leider Gottes mit einem neuerlichen Test der unteren Begrenzung der Tradingzone halt bei 35,43 gerechnet werden. Und wehe, wenn wir darunter rutschen, ja, dann wäre der Weg frei bis zum markanten Tief vom 16. März bei 27,59. Ja, meine Damen und Herren, das in Kürze zur Fraport-Aktie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag und vor allem bitte bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.